Was geht, Elias? Nichts, wir werden heute... Ah, scheiße. Was macht ihr mich ab, Alter? Was denn? Die ganze Nachrichten. Ach so. Ja, die fragen hier. Hier ist er, Freunde, der verlorene Sohn. Kriegst du denn die ganze PS? Der verlorene Sohn. Was hast du getan? Die schicken dir das Team, die Teams, ich mach gerade eine Teambewertung. Ja, super, dass du da bist. Eine gute Teambewertung. Was sagst du zu dem Team hier? Ich kann mal das Licht auf. 500, nein, das ist zu dunkel hier. Das ist sonst zu dunkel. Entspannte Atmosphäre, Junge. Ja, ist entspannte Atmosphäre, wenn dein scheiß zweites Licht gehen würde. So ist entspannte Atmosphäre, Junge. Achso. Wann hast du so den Chat? So ist schnell, besser, ne? Digga, ich sag vorhin, stellt Fragen und so, wenn groß. Ich sag, aber so ist die Zuschauer und so nicht. Achso. Ey, Junge, mein... Aber so ist übersichtlich auf jeden Fall. Ich sage, ihr könnt gleich Fragen stellen zu einem. Ich schwöre, ich guck ganz kurz. Ich habe die Nachrichten nicht mehr gelesen. Das ist so bumm, obwohl Slow-Mo drin ist. Warum ist Sydney gewechselt? Warum ist Sydney gewechselt? Wirst du Sydney vermissen? Ja. Ohne Spaß, ich werde dich vermissen. Ich weiß. Aber du wirst mich auch vermissen. Ist Sunny mit? Nein. Wir seine Hertha-Karte immer noch haben. Ja, Leute, ich werde meine Pro-Player-Karte behalten. Mal. Ja. Wechselst du auf Leihbasis? Nein, Leute, ich bin safe weg. Junge. Tschüss. Was hast du getan? Okay, Leute, mal. Schickt das über. Ton an. So war das gerade im Wohnzimmer. Und ich dachte, was ist denn jetzt los, Junge? Werden dich vermissen. Leute, ich kann mich auch immer noch verfolgen, Mann. Ja, oh Gott, ey, mach das Scheiße. Check, weiter, euer Team. Ich mach jetzt die Nachrichtigung aus für PS. We wanna go to fire. Wie alt bist du Sydney? 22. Spielt Fortnite, dürfen wir nicht. Ablöse, das ist bestimmt auch eine interessante Frage. Ablösesumme? Null, weil ich meinen Vertrag aufgelöst habe und somit gratis wechseln konnte. Sydney, du bist und bleibst Hertana innen drin. Ja, normal, Jungs. Ich war 8 Jahre bei Hertha, meine Heimatstadt, und deswegen... Ich natürlich immer eine besondere Verbindung haben zu Hertha. Jetzt frage. Wie lange geht dein neuer Vertrag? Ich weiß nicht, ob er es sagen darf. Bis zum Sommer. Ach, nur ein Jahr? Ja, also ein halbes Jahr. Wohin gewechselt zu Wiesbaden, Leute? Zweite Liga. Okay, ich sehe hier gerade, warum bist du gewechselt? Weil ich Spielpraxis brauche. Leute, Spielpraxis ist das Wichtigste für einen Profi, denke ich mal. Ich hatte ja Spielpraxis, aber halt in der zweiten Mannschaft von Hertha, Regionalliga, das vierte Liga, da ist das Niveau nicht so toll. Da habe ich seit 3-4 Jahren spiele ich da schon, habe ich schon als Jüngerer mitgespielt. Und langsam spiele ich mich so, dass ich da mich nicht weiterentwickeln kann. In Belgien war das ganz anders. 10 Spiele gemacht, direkt hatte ich einen ganz anderen Stellenwert bei Hertha, würde ich mal sagen. Ist ja auch irgendwie so, wenn du... Achso. Was? Wenn man Profi-Einsatz hat, dann verändert sich auch direkt der Marktwert und so, ne? Das wirkt sich da krass aus. Ich habe 10 Spiele gemacht, direkt von 100.000 auf 700.000. Ja, also Leute, spielen ist das Wichtigste für einen jungen Profi, deswegen... Wenn ich da weitergespielt hätte, ich safe schon 1,5. Und ich denke auch, dass Wiesbaden, zweite Liga, das ist ein guter Schritt gewesen, denke ich auch, als auch Berater nebenberuflich, weil ich auch Berater nebenberuflich bin, denke ich, dass es sogar gut war. Danke. Das Einzige, was halt bitter ist, ist, dass die Streams darunter leiden werden, leider. Sag doch einfach ab, sag wem Wiesbaden. Nee, Jungs, sorry, ich kann ich muss Eli helfen bei Streams heute. Ja, außerdem, zweite Liga ist, Leute, die zweithöchste Liga Deutschlands auch nicht schlecht. Und da ist alles so krass eng. Da ist alles so. Wir werden auch, Leute, wir werden den Stream, den ich sonst immer allein machen, werden wir jetzt zusammen machen. Vielleicht spielen wir Draft zusammen. Wir haben Gott zum Feiern. Checkt auf jeden Fall auch Sydney bei Instagram und bei und bei Twitch ab. Er streamt trotzdem noch, Freunde. Wirst du vorgestellt? Keine Ahnung. Ja, ist kacke geil eigentlich. Ich glaube, das läuft da nicht so ab wie in bei Barca und Real. Ja, ich muss so ein Stadion jonglieren. Ja. Keiner kann Sydney in WL-Streams ersetzen. Naja. Aber er wird im Discord noch oft chillen. Ach, okay, viel. Wann geht's nach Wiesbaden? Am wievielten gehst du rüber? Am 4. fahr ich rüber, Leute. Welche Nummer kriegst du, weiß ich nicht. Was ist deine Wunschnummer? Scheißegal. 8 oder 26. 23 zu 100%. Leute, das Gute ist, dass von da, also ich sag dir ehrlich, in Berlin. Kansas, maybe? In Berlin. Also Frankfurt, wenn du da hinfliegst, da ist alles, Digga. Da ist Mannheim, da ist Frankfurt, da ist Worms. Falls du Benji besuchen willst, da ist auch Worms. Es ist wirklich, ich war da schon 3-4 Mal, das ist wirklich gechillt. Also diese Ecke da, dieses Frankfurt, Mannheim, das ist
Cool. Frankfurt war ich auch schon ab und zu. Das ist cool. Nationalmannschaft. Coole Ecke, cooler Draft hier, abgesehen davon. Richtig geil. Akin Femmer. Ohne Sinn. Wiesbaden ist nicht weit von Frankfurt weg, also Mannheim und so. Ja, ich weiß. Ey Leute, der Chat, ihr seht es ja selber, es ist so schwer hier was zu lesen. Guck mal. Bist du traurig zu wechseln? Nein. Ich wechsle ja freiwillig, Leute. Deine FIFA-Karte ist um 9.000 gestiegen. Ja, gibt's bald nicht mehr, deswegen. Ich bin extinct bald. Ultra-Instinct. Wiesbaden ist nice von der Stadt. Ich wünsche dir viel Glück, Leute. Danke an die ganzen Nachrichten auch bei Instagram, dass ihr mich weiterhin verfolgen werdet, dass ihr mich immer noch feiert, ist normal. Ja, also ich denke mal, dass ihr mich nicht mehr so als Hertha-Spieler so gefeiert habt, sondern weil ich als Person euch sympathisch war oder ich halt sehr nahe stehe. Und deswegen finde ich es auch nice, dass mich so viele auch weiterhin verfolgen wollen. Digga, ich muss hier in Slow-Mode erhöhen. Ich schwöre, ich sehe die Nachrichten nicht. Ich sehe das mies, Junge. Wo geht's da? Wiesbaden E-Sports-Verein, ja. 30 Sekunden ist ja nur. Nur. Wir machen 60. Weißt du, wie es abfuckt, wenn man da reinschreiben will? Ja, aber du siehst doch, ich sehe die Nachrichten nicht. Wir haben dich gefeiert. Bruni und 5 Euro aus Bruder, ich wünsche dir viel Glück in Wiesbaden und weißt du, bleibst ein stolzer Tana Hawaii. Ich werde deinen Weg trotzdem verfolgen. Kurz geht raus, Jungs. Dankeschön. Wir supporten nicht immer Ehre. Ehre. Ja, ist es. Robertson. Hast du, ja, Digga, dann lest mal, ups. Hast du eine Option im Vertrag, dass die es ihrer Seite aus verlängern können? Nee. Guck jetzt hier, das Wiesbaden-Spiel. Ja, das hab ich auch schon überlegt. Ich werd jetzt zweite Liga rocken. Bist du dir zutrauen? Bist du zutrauen, Stammplatz zu arbeiten? 2,29 € Spende. Bist du schon zutrauen, Stammplatz zu arbeiten? Ja klar, sonst würde ich doch gar nicht wechseln. Mein Ziel ist natürlich, so viel wie möglich dort zu spielen und letztendlich aus dem Abstiegskampf zu befreien. Was mit deiner Wohnung? Die habe ich gekündigt. Olli, danke für dein Abo, mein Freund. Petto, das ist, wo wohnst du dann? Im Hotel erstmal 2 Wochen und dann muss ich mir eine Wohnung suchen dort. Und bei mir sieht es aus mit Streamen, also ich komme da an, bin im Hotel und da wird es schwierig zu streamen, wegen WLAN und so, ist broke, wenn schon mit PS4. Also diese Hartz-IV-Streams von früher, kennt ihr vielleicht. Und dann sind wir im Trainingslager und dann suche ich erst eine Wohnung, also da muss ich mein Zettel machen und WLAN muss passen, ja, und dann kann ich erst streamen, Leute. Aber ist auch gut, Leute, dann kann ich mich die ersten einleben. Die ersten mal auch immer schön auf Wiesbaden konzentrieren. PS4 Stream mach, ist egal. Nichts lost. In 3 bis 4 Wochen wieder streamen oder später. Ah, safe so. Ob ich so lange aushalte. Ich hab gar keinen Bock auf Weekend League, wenn ich nicht streame. Ich fette Spiel gar nicht. Wenn ich im Hotel bin, Junge, muss auf jeden Fall meinen Monitor mitnehmen. Wieso keine mehr? Bei Hertha hat jetzt durch den Investor sehr viel finanzielle Mittel und ihr seht ja, was die auf dem Transfermarkt machen. Und da denke ich, wird es immer schwerer für mich, mich da durchzusetzen.